Bier ist immer wunderschön. Oh, danke. Ich versuche schon seit Stunden, ihn loszuwerden. Ja, komm. Lass ihn in den Tempel tragen. Muss auch super geil aussehen, wenn ich hier mit so einem Typen einfach auf dem Arm durch die Straßen renne. Manet, das ist Pamu. Was ist mit ihm geschehen? Sein Bedürfnis auf Sachmet zu trinken war größer als gut für ihn war. Das ist ein Desaster. Menschen aus dem Roten und dem Schwarzen Land wollen ihn kämpfen sehen. Wenn es nur um einen Kampf geht, könnte ich ihn ersetzen. Natürlich, Magi. Es ehrt dich, dass du mir diese Schmach ersparen möchtest. Dann sprich mit dem Hohepriester im Tempel. Er kümmert sich dann um den Rest. Okay. Der hohe Priester. Wo finden wir den? Ah. Hallo, Dude. Eure Heiligkeit, ich will hier für Sachmet kämpfen. Du bist nicht Pamu. Er spielt immer die Sachmet. Pamu ist krank. Er erholt sich gerade im Tempel. Schön. Folge mir. Okay. So. Auch wenn dies kein echter Kampf ist, musst du immer wachsam bleiben. Nur keine Angst. Ich werde Sachmet alle Ehre machen. Danken wir allen Gästen für ihre Anwesenheit. Wie sehe ich denn in aus? Dieser heiligen Nacht. Wir laden euch herzlich ein, unseren feierlichen Bräuchen beizuwohnen. Wir offenbaren euch ein Ritual, das uns schon viele... Und sollte das Böse zu stark sein in euren Herzen, wird Isfet, die Unheilvolle, die Göttin Sachmet vernichten. Und... Jamu wäre zu 100 Jahren absoluter Dunkelheit verdammt. Aber sind eure Herzen rein, wird die Göttin uns beistehen und uns schützen vor den Mächten des Chaos. Cool. Lasst den Kampf beginnen! Und welcher ist Fett? Seit undenklichen Zeiten hat Sachmet, die Löwen, uns schon vor Isfets Gier behütet. Sachmet, verjage unser Unglück! Isfet war einst die Gefährtin von Ma'at, der Göttin der Ordnung. Sie manipulierte ihre Waagschalen und fraß sich fett an den Seelen der Sterblichen. Ma'at verbannte sie aus ihrem Gerichtssaal. Ja, natürlich gewinne ich. Doch vor Hunger kehrte sie zurück. Aber Sachmet erkannte sie und ließ sie nicht durch die Tür. Lebte schon 20 Tage und Nächte, bevor Sachmet die Herren des Chaos unterwarf. Komm, gib ihm. Gib ihm's so richtig. Yes, yes, yes. Einfach mal ein bisschen gegen Isfet kämpfen. Das war... simpel. Okay. Aber witzig. Du hast gekämpft wie die Blutgetränkte persönlich. Ah, die Geschichte des Priesters vom Kampf zwischen der Göttin und Isfet war neu für mich. Er hat sich die Geschichte selbst ausgedacht. Niemand kennt sie außerhalb von Jamu.
Ich würde mich freuen, wenn du noch länger bleiben könntest. Aber ich weiß, dass deine Pflichten dich rufen. Ich werde mich noch von den Kindern verabschieden. Tu das. Sie mögen dich. Du bist stets willkommen in Yarmu, wann immer dich deine Reisen in unsere Nähe führen. Okay, nächste Behalte Quest abgeschlossen. Die Maske und den Stab der Göttin als bescheidenes Zeichen unseres Respekts. Und jetzt sind wir Stufe 10. Jetzt tragen wir die Kapuze. Die hatten wir vorher noch nicht getragen. Jetzt ist es endlich wieder Assassin's Creed. Schön. Okay, wir können... Nee. Sachmet-Kostüm. Geil. Ist leider nur ein Kostüm und hat nicht irgendwie mehr Abwehrpunkte oder sowas. Schade. Was wollen wir eigentlich hier noch? Fähigkeiten haben wir wieder einen Punkt. Tierdompteur. Nachdem du ein Tier mit einem Schlafpfeil betäubt hast, kannst du es mit E zähmen, damit es dir folgt. Krass. Nebelwand. Drücke nach einem Nahkampfangriff oder nach dem Ausweichen R, um eine Nebelwand zu erzeugen, die nahe Gegner betäubt und den Sichtkontakt unterbrechen kann. Ah, das sind die Rauchbomben. Dann. Länger unter Wasser bleiben. Kampfrausch. Okay. Ah, gibt schon noch ein paar geile Sachen hier. Haben wir noch irgendwas für einen Punkt? Brandbomben. Das kostet sogar 3. Warum nicht? Immer wieder mal ein bisschen aufrüsten. So, was machen wir dann als nächstes? Wir haben hier noch eine Quest. Geburtsrecht, Stufe 9. Okay. Und dann wollten wir ja eigentlich noch die... Nein, 17 ist zu krass. Da wollten wir noch hin und da wollten wir noch hin. Ich würde sagen, wir sammeln uns die Quest mal ein und machen dann erst noch die Quests, also noch das Totenbuch und die andere, die wir jetzt gleich holen. Und dann schauen wir uns noch die besonderen Orte an. Also erst die Quests, dann die Orte. Seltsam, wie diese Leichen hier einfach rumliegen. Der Balsamierer wird mehr. Machen wir erst Totenbuch, die ist noch leichter. Finde die Nekropole südlich von Yarmu. Da unten. Okay, gut, da können wir hinreiten. Machen wir mal den Autopilot an. Mal gucken, ob es diesmal wieder hinhaut. Aus dem Weg! Mhm.
Okay, scheint schon mal in die richtige Richtung zu gehen. Streitwagen, geil. Ja, ich glaube, wir kommen richtig raus. Das haben wir doch schon mal ausgenommen, das Lager. Dieser Ort wird schwer bewacht. Ob es gut war, dafür jetzt einen Pfeil zu verschwenden, weiß ich nicht. Einen Pfeil zurück, dankeschön. Noch einen. So. Sind da noch Dudes? Da ist ja das Totenbuch. Becker wird sich freuen. Okay. Ausrüstung. Na, egal. Können wir den zerlegen? Den aber nicht. Vielleicht weil es legendär ist. Ach ja, ich wollte ja. Der wohnt da. Dann können wir doch auch schnell reisen. Ich bin meist zu faul, die langen Strecken zu gehen. Jetzt hat er endlich die Kapuze auf. Die hatten wir davor nicht. Finde ich sehr cool. Aber was mich wundert, der hat da einen Bart und voll die krassen Haare. Aber in den ganzen Trailern und so war er immer kahlköpfig. Also. Na, mal gucken. Kommt der vielleicht noch? Hat dein Vater uns verlassen? Sein Leben ist vorüber. Er war zu schwach, um auf deine Rückkehr zu warten. Dann möge er in Frieden ruhen. Er hatte große Angst, dass sein Kar den meiner Mutter nicht finden wird. Wo ist seine Leiche? Es ist noch nicht zu spät. Du bist wirklich ein Geschenk der Götter. Er empfängt gerade die Riten im kleinen Tempel. Oh nein, schnell! Bring dem alten Mann das Buch.
Es ist schön, dass hier auch mal eine Gegend ist, wo wir nicht sofort angegriffen werden, wenn wir in irgendeinen Tempel reingehen. Alter Mann, dein Buch. Möge es dich zu deiner Frau führen. Okay. Das hätten wir erledigt. Okay, dann können wir jetzt noch das Geburtsrecht machen. Sprich mit dem Einbalsamierer. Ah, da sind wir ja schon an der richtigen Stelle. Hallo. Eine Schande, dass die drei Toten vernachlässigt werden. Was ist denn? Sie wurden gerade gebracht, Magi. Eine ganze Familie starb durch das Schwert. Nur ihre Tochter Iras hat überlebt. Sie brachte einen nach dem anderen her. Armes Ding. Sie ist jetzt ganz allein. Tragische Geschichte. Allerdings. Wo ist sie jetzt? Du findest sie bei den verlassenen Dattelpflanzungen bei der Straße. Dort, wo ihre Familie starb. Diese Iras würde ich gerne einmal kennenlernen. Ist das jetzt da, wo wir eh hin wollten? Da oben? Ja, genau. Da wollte ich ja eh hin. Wegen dem Papyrus-Rätsel. Wo war es denn? Hier, das da. Dort findest du mich. Wen auch immer man da findet. Na gut. Aber dann werden wir jetzt einen kleinen Umweg machen und zuerst an den Steinkreis gehen. Und dann den Schlenker nach da drüben machen. Dann machen wir das einfach alles in einem. Wir müssen nur einmal hier übers Wasser und dann können wir rüberreiten. Ist es vielleicht tief oder flach genug? Ja, natürlich. Super, okay. Dann auf zum nächsten Steinkreis. Nomos Imented heißt das Gebiet wohl, okay. Aber hier waren wir ja schon. Das mit diesen Sanddünen so geil. Steinkreis der Selket. Könnte eine Schlange sein oder sowas. Da. Papo, woher weiß man, dass man verliebt ist? Ein Skorpion. Ein Riesenskorpion. Ob wir wohl später auch noch gegen den riesengroßen Skarabäus kämpfen müssen? Ist mein Reittier. So, okay. Haben wir drei Steinkreise insgesamt schon gesammelt. Und jetzt können wir zum Hof von Iras Familie reisen. So starke Gegner.
Gibt's noch irgendwo welche? Nee. Bisher nicht. Soldaten, Sie suchen bestimmt nach Iras. Ich tauche unter. Und Sie hoffentlich auch. Hä? Nein, ich will kein Foto machen. Ah, hier sollte ich unentdeckt bleiben. Der ist auch super zum Rumgucken. Dieses Feature, Alter, das ist so geil. Wenn ich dich finde, weide ich dich aus. Finde Iras auf dem Hof. Die versteckt sich da. Haben wir noch Pfeile? Einen noch. Okay, dann vielleicht erst wieder welche einsammeln. Geil, Alter. Wie ich es feier. Sie ist im Brunnen. Wenn die Soldaten sie gehört haben. Okay. Friede sei mit dir, Iras. Ich möchte nur mit dir reden. Der Letzte, der das sagte, hat meine Familie ermordet. Ich möchte dir helfen, Iras. Woher kennst du meinen Namen? Ein Priester erzählte von dir. Ah. Dieses Land gehört schon ewig meinen Leuten. Aber bisher lag es brach. Ein Soldat kam zu uns und sagte, sein Meister hätte einen Kaufvertrag. Mein Vater wollte ihm das alles nicht überlassen. Dann, ja, den Rest kennst du ja bereits. Was wirst du tun? Dieser Hof ist mein Erbe. Ich werde ihn bestellen, solange ich kann. Ich sorge dafür, dass die Soldaten dich in Ruhe lassen. Wenn du willst. Das Haus, von dem sie sprachen, liegt nordwestlich von hier, an der Straße nach Alexandria. Okay, da werden wir mit Sicherheit eh vorbeikommen. Im Fall der Fälle, sag, dass ich dabei starb, das Vermächtnis meiner Familie zu bewahren. Ah, jetzt, okay, wir müssen eh da hoch, okay? Das ist immer noch dieselbe Mission. Na gut. Aber mich wundert jetzt, was... Das da. Einige hundert... Ein toller Ort für ein Rendezvous, er ist voller Dattelbaum umgeben von der Wüste und einer steinernen Umrandung ohne Ausgang. Eine steinerne Umrandung ohne Ausgang. Wo könnte das hier sein? Eine steinerne Umrandung ohne Ausgang. Das ist mit Sicherheit irgend so ein Hof hier. Irgend so ein Ding. Ja.
Papyrusrätsel gelöst. Jagdbogen. Todessturm. Hey, krass. Was kann der Aufladetempo Adrenalin beim Töten? Brennen bei Treffer. Das war der... Nee. Das war der krasse. Aha, wir müssen zuerst... wechseln. Und dann... Ach klar, nein, den lassen wir. Und den hier ändern wir. Todessturm. Der hat auch 18 Munition. Okay, Fähigkeiten haben wir noch. Das ist gelöst. Okay, es geht also gar nicht um Leute oder um Personen, sondern um Gegenstände, die wir finden können. Okay. Wir haben noch Pfeile für den Kriegsbogen, für den Raubtierbogen. Okay, wir haben viermal verschiedene Pfeile, haben aber nur zwei Bögen, mit denen wir die nutzen können. Okay. Gut. Dann schätze ich mal, dass wir jetzt in die Villa dieses Meisters gehen wollen. Das ist der Turm von Alexandria. Wie geil das aussieht von hier. Okay. Das muss diese Villa sein. Mal sehen, was wir hier haben.